sich neuen Herausforderungen stellen und immer weitere Eindrücke sammeln, eigene Grenzen überschreiten und nach den Sternen greifen, der moderne Lebensstil bedeutet ein aktives und möglichst intensives Erleben. Sport wird nicht mehr als reine Gesundheitsvorsorge, sondern als ein ganzheitliches Abenteuer Auge in Auge mit den Naturgewalten verstanden. Einen modernen Menschen zeichnet zudem eine große Offenheit gegenüber seiner Umwelt und der Gesellschaft aus. Das ist ein vernetzter, kommunikativer Mensch, welcher möchte, dass seine Freunde, Bekannte oder zum Beispiel Follower Anteil an seinem Leben haben. Genau für solche Menschen wurden die Unterwasserkameras mit zuverlässigem Wasserschutz entwickelt. Eine solche Kombination aus einer Fotokamera und einem Camcorder ist überall dort die richtige Lösung, wo Aufnahmen draußen gemacht werden sollen. Dabei schützt das Gehäuse nicht nur vor Wasserspritzern, sondern hält auch unter Wasser sogar in beeindruckenden Tiefen 100%ig dicht. Insofern handelt es sich bei den heutigen Outdoor-Kameras um hochwertige Unterwasserkameras, die jedoch für Aufnahmen über Wasser ebenfalls hervorragend geeignet sind. Das erste Produkt auf unserer Liste ist ApexCam M80R Unterwasserkamera. Die ApexCam M80R Unterwasserkamera ist eine Action-Cam und Sportkamera, die bis zu einer Tiefe von 40 Metern wasserdicht ist. Sie ist mit einer Schutzhülle mit der Schutzklasse IP68 ausgestattet und ist damit geschützt vor andauerndem Untertauchen. Dem Hersteller zufolge ist sie gut geeignet zum Fotografieren beim Schwimmen, Tauchen, Rafting, Surfen und ähnlichen Wassersportarten. Die Kamera ist mit einem 2 Zoll LCD-HD-Display ausgestattet, sie hat ein 170 Grad Superweitwinkel 6G Fiskaugenobjektiv und nimmt Fotos mit bis zu 20 Megapixeln auf. Sie hat eine 4K-Videoauflösung mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit zwei Akkus, zum Lieferumfang der ApexCam M80R Unterwasserkamera gehören zwei Akkus. Jeder Akku hat eine Laufzeit von bis zu 200 Minuten. Die Kamera unterstützt Loopaufnahme, Zeitlupenfotografie, Fahrmodus, Bildumkehr, Zeitrafferfoto, Belichtungskorrektur und Weißabgleich. Sie lässt sich mit Hilfe einer App vom Smartphone oder Tablet fernsteuern oder mit der mitgelieferten Fernbedienung, die am Handgelenk befestigt werden kann, auslösen. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 15 Metern. Die Fernbedienung ist lediglich spritzwassergeschützt und kann nicht beim Tauchen oder Schwimmen verwendet werden. Die Unterwasserkamera unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 64 GB. Der Lieferumfang umfasst viel Zubehör, darunter die wasserdichte Schutzhülle, verschiedene Halterungen, ein USB-Kabel und eine Kameratasche. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist ApexCam M90 Pro Unterwasserkamera. Die ApexCam M90 Pro Unterwasserkamera ist eine Action-Cam, die nach Angaben des Herstellers einen aktualisierten Chip und eine siebenlagige, optische Glaslinse verwendet, um 4K-Videos und Bilder mit einer Auflösung von 20 Megapixel bereitzustellen. Die integrierte Ice-Anti-Shake-Technik mit 6 Achsen soll in Kombination mit einem speziellen Algorithmus für eine digitale Bildstabilisierung sorgen, Videobildjitter eliminieren und für stabile und gleichmäßige Bilder sorgen. Das verwendete Objektiv bietet einen Weitwinkel von bis zu 170 Grad. Ausgestattet ist die Unterwasserkamera mit einem robusten Gehäuse der Schutzklasse IP68, das eine Wasserdichtigkeit von bis zu 40 Metern Tiefe aufweist. Mit großem Lieferumfang, die ApexCam M90 Pro Unterwasserkamera wird laut Hersteller zusammen mit einer Fernbedienung, zwei Akkus, einem Mikrofon, einem Selfie-Stick, einer Multifunktionstasche, einer Fahrradhalterung, einem Helmmontagesatz, einem USB-Kabel und einer Bedienungsanleitung auf Deutsch geliefert. Die Action-Cam wird über zwei Lithium-Batterien mit einer Kapazität von 1200 mAh und eine Laufzeit von bis zu 240 Minuten bei der Aufnahme von 4K-Videos betrieben. Ein externes Mikrofon erlaubt laut Hersteller die Aufnahme von Tönen in einem Umkreis von 10 Metern. Die effektive Reichweite der mitgelieferten Fernbedienung liegt zwischen 15 und 20 Metern. Die Unterwasserkamera hat einen Automodus und kann so als Dashcam verwendet werden. Sie bietet insgesamt 9 Aufnahmemodi, darunter eine Zeitrafferfunktion und Loopaufnahmen.
Die Kamera hat eine WLAN-Funktion und wird über einen USB-Anschluss aufgeladen. Der nächste Produkt ist Akaso V50 Elite Action Cam Unterwasserkamera. Action Cam. Videoaufnahmen in 4K-Qualität und ultrascharfe Fotos. Mit 4096x2160 Pixeln liefert dieses Modell auf Wunsch hochauflösende, naturnahe Videoaufnahmen und vermag auch mit einem angemessenen Bildfluss von bis zu 60 Bildern pro Sekunde zu punkten. Eine smarte 6-Achsen-Bildstabilisierung gewährleistet sogar bei einer rasanten und ruckartigen Bewegung immer noch eine zufriedenstellende Bildqualität. Mit ganzen 20 Megapixeln gelingen der Akaso V50 Elite Action Cam gestochen scharfe Fotoaufnahmen, ob über oder unter Wasser. Mehrere Aufnahmemodi und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Je nach Bedarf lassen sich kunstvolle Videos im Zeitraffer oder auch im Zeitlupe-Modus erstellen, etliche Szenenmodi sind ebenfalls mit dabei. Für eine bessere Videoqualität sorgt eine automatische Windgeräuschereduktion und ein effizienter Weißabgleich. Bis zu 40 Metern tief lässt es sich mit der Unterwasserkamera V50 Pro von Akaso tauchen und Bilder ohne einen lästigen Grün- oder Blaustich aufnehmen. Der 2 Zoll Touchscreen an der Rückseite hilft, die aufzunehmenden Objekte in jedem Detail zu erkennen und die Kamera mit einfachen Handgriffen zu steuern. Wie von einer modern ausgestatteten Outdoor-Kamera erwartet, hat das Modell unter anderem Wi-Fi-Unterstützung. Diese Unterwasserkamera ist mit Micro-SD-Karten bis zu 64 GB kompatibel, wodurch längere Aufnahmezeiten realisierbar sind. Nicht zuletzt betont der Hersteller ein mehrteiliges Zubehörset, in dem Befestigungsklemmen für alle erdenklichen Einsatzbereiche enthalten sind. Fazit auf stern.de: Action Cam für gehobene Ansprüche. Alle, die hohen Wert auf die Aufnahmequalität legen sowie ihre Outdoor-Abenteuer in künstlerisch anspruchsvollen Bildern festhalten möchten, können von der Akaso V50 Elite Action Cam profitieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Aquapix W1400 Unterwasserkamera. Durchschnittliche Bildauflösung und hohe Megapixelwerte. Mit einer Videoauflösung von 640x480p liegt die Aquapix W1400 eher im unteren Segment, vermag es aber dagegen, dank einer 20MP Fotokamera gestochen scharfe Bilder schießen. Auf gleich zwei TFT-Displays, vorne und hinten, lassen sich die gemachten Bilder in Ruhe betrachten. Eine interessante Besonderheit der Aquapix W1400 Unterwasserkamera sind die beiden Displays, die sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite für Durchblick sorgen. Robust und schick. Diese kompakte Outdoor-Cam ist zuverlässig gegen Staub und Wasser geschützt, darüber hinaus ist die Aquapix W1400 stoßfest bis zur Höhe von einem Meter. Das Modell eignet sich zum Tauchen lediglich bis zu 3 Metern Tiefe und qualifiziert sich insofern als eine praktische Unterwasserkamera zum Schnorcheln. Ein USB-Anschluss ist ebenfalls mit an Bord. Fazit: kompakte und handliche Unterwasserkamera. Die Aquapix W1400 Kamera ist für Foto- und Videoaufnahmen am Strand, beim Sport oder auch unter Wasser in geringen Tiefen gut geeignet. Diese Mittelklasse-Kamera ist allen zu empfehlen, die eine ergonomisch gestaltete, funktionelle Outdoor- und Unterwasserkamera erwerben möchten. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Senso Unterwasserkamera. Die Senso Unterwasserkamera ist für die Aufnahme von Fotos und Videos geeignet. Die Kamera unterstützt Videoaufnahmen in Full-HD-Auflösung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und hat eine maximale Auflösung von 24 Megapixeln. Sie hat einen 10-Sekunden-Selbstauslöser, einen 16-fachen Digital-Zoom und ein integriertes Blitzlicht. Mit Dual-Screen-Design, die Unterwasserkamera von Senso ist mit einem 2,7-Zoll-Selfie-Display und einem 1,8-Zoll-LC-Front-Display ausgestattet. Die Unterwasserkamera kann maximal eine Stunde in einer Wassertiefe von bis zu 3 Metern zum Einsatz kommen. Sie unterstützt Micro-SD-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Die Kamera ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, ein Ladegerät und ein USB-Kabel gehören zum Lieferumfang. Fazit: für Wassersport und Strandurlaub.
Dem Hersteller zufolge ist die Kamera gut geeignet, um beim Wassersport, auf Urlaubsreisen, beim Camping oder beim Tauchen in geringer Tiefe Unterwasseraufnahmen zu machen. Der nächste Produkt ist Rollei Action Cam 4 Sekunden Plus Unterwasserkamera. Die Rollei Unterwasserkamera 4 Sekunden Plus eignet sich gemäß Hersteller zum Tauchen, beim Skifahren oder beim Motocross im Schlamm. Mit Schutzgehäuse soll die Kamera für Tauchgänge bis zu 40 Metern Tiefe wasserdicht sein. Die Action Cam ist mit Wi-Fi verwendbar, sodass per Android oder iOS Smartphone Apps zum Einsatz kommen können. Sie hat ein 2 Zoll Touch-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 5,08 cm. Die 4 Sekunden Plus hat ein Weitwinkelobjektiv für reinen größeren Blickwinkel. Bewegt Bilder in 4K nimmt sie mit 30 FPS, Frames per Second, auf. Außerdem liefert die Unterwasserkamera Fotos mit einer Auflösung von bis zu 8 Megapixeln. Sie arbeitet mit einem Akku. Er ermöglicht laut Rollei Videoaufnahmen in 4K mit einer Dauer von bis zu 70 Minuten. Demnach verlängert sich die Akkulaufzeit, je geringer die verwendete Auflösung ist. Die Kamera ist während des Betriebs per Powerbank aufladbar. Was sind Frames per Second? Das ist ein Maß für die Bildfrequenz und wird mit FPS abgekürzt. Die Bildfrequenz oder Bildrate bezeichnet die Anzahl der Einzelbilder, die pro Zeitspanne aufgenommen oder wiedergegeben werden. Grundsätzlich gilt, dass bewegte Bilder ab 30 FPS als flüssig erscheinen. Die Rollei Action Cam kommt mit einem umfangreichen Zubehör. Dazu gehören neben der Kamera, dem Schutzgehäuse und dem Akku eine Fahrradhalterung, ein Klettverschlussriemen, USB-Kabel und ein Sticker. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Kodak Unterwasserkamera Sport. Unkomplizierte und handliche Fotokamera. Bei der Kodak Unterwasserkamera Sport handelt es sich um eine Fotokamera ohne Videofunktion. Es ist auch keine Action Cam und somit kein Wearable. In das Gehäuse ist ein herkömmlicher Film mit 27 Bildern eingeschlossen. Nachdem der Film zu Ende ist, muss die Kodak Unterwasserkamera Sport zum Entwickeln in ein Labor eingeschickt werden. Die Kamera lässt sich nur einmal verwenden. Bis zu 15 Metern Tiefe wasserdicht. Empfehlung: richtige Kamera für einen Strandurlaub. Wer eine vergleichsweise teure digitale Actioncam oder eine herkömmliche wasserdichte Outdoor-Kamera nicht kaufen möchte und trotzdem eine Unterwasserkamera gerne sein eigen nennen will, ist mit der Fujifilm Quicksnap bestens bedient. Nicht zuletzt eignet sich das unkomplizierte Modell als ein passendes Geschenk für ein Kind. Der nächste Produkt ist GoPro Hero 10 Black und Verasa-Kamera. GoPro. Ausstattung: 4K-Videoaufnahmen und unkomplizierte Bedienung. Mit dieser Kamera sind detailreiche Videos in 4K-Qualität kein Problem, die Fotokamera entspricht mit 23 MP vollends den Erwartungen und liefert ausgesprochen scharfe Bilder. Das Bedienkonzept ist unkompliziert gestaltet, ein 2 Zoll großes Touchdisplay ist unter anderem für eine praktische Einhandbedienung ausgelegt. Die GoPro Hero 10 Black ermöglicht zusätzlich eine Sprachsteuerung, gerade für eine Actioncam ist dieses Features von klarem Vorteil. Als Unterwasserkamera ideal und insgesamt sehr vielseitig. Dieses Modell bleibt sogar ohne ein wasserdichtes Gehäuse bis zu 10 Metern Tiefe zuverlässig vor dem Eindringen von Flüssigkeit geschützt. Die Kamera ist mit mehreren Schnittstellen zur Ankopplung von externen Geräten ausgestattet und Wi-Fi-fähig. Auf Wunsch lassen sich die Aufnahmen direkt in eine entsprechende Cloud oder auf das verbundene elektronische Gerät streamen. Für die Nutzung der Cloud-Dienste muss indes ein Abo abgeschlossen werden. Der Hersteller betont außerdem ein ausgereiftes Stabilisierungskonzept für ruckelfreie Aufnahmen und liefert eine Reihe an praktischem Befestigungszubehör mit. Als ein Wearable ist die GoPro Hero 10 Black somit bestens geeignet. Action Cam und Unterwasserkamera für Sportler und Abenteuerlustige. Alle, die ihre Erlebnisse in professionellen Video- und Fotoaufnahmen festhalten möchten und bereit sind, in eine Action Cam eine Summe im dreistelligen Bereich zu investieren, treffen mit der GoPro Hero 10 Black die richtige Entscheidung. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Akka Mercury 1 Unterwasserkamera. Die Akka Mercury 1 Unterwasserkamera ist ein preisgünstiges Modell,
welches einige nützliche Funktionen mitbringt. Mit dabei ist ein wasserdichtes Gehäuse. Mit diesem versehen ist die Kamera bis zu einer Wassertiefe von 40 Metern wasserdicht. Die technischen Daten können überzeugen. 20 Megapixel Fotoauflösung. Videoaufnahmen mit 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde. WLAN-Verbindung zum Smartphone mit Android oder iOS möglich. Gewicht nur 64 Gramm. Mit ihren Abmessungen von 5,9 x 4, 1 x 2,5 cm handelt es sich um ein sehr kompaktes Gerät, welches sich mit dem umfangreichen Zubehör sowohl an einen Helm oder beispielsweise am Fahrrad befestigen lässt. Zeitrafferaufnahmen sind mit der Kamera ebenso möglich wie die Nutzung einer Zeitlupenfunktion mit einer Auflösung von 1.080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Wer die Kamera im Auto oder beim Radfahren verwendet, profitiert von der Loopaufnahme. Alte Aufnahmen ersetzt die Kamera fortlaufend, sodass eine ständige Aufnahme möglich ist. Mit 2 Akkus, neben weiterem Zubehör, wie das bereits angesprochene Befestigungsmaterial für Helm und Fahrrad, kommt die Kamera mit 2 Akkus. So geht dem Gerät nicht so schnell die Energie aus. Positiv ist, dass die Kamera mit WLAN ausgestattet ist und sich so per kostenfreier App mit dem Smartphone verbinden lässt. Die Kamera ist sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Olympus TAF TG6 Unterwasserkamera. Hohe Bildauflösung und ausgeklügeltes Sensorensystem. Die Olympus TAF TG6 filmt in hervorragender 4K-Qualität mit 30 FPS, mit 12 MP gelingen der Fotokamera gestochen scharfe Bilder. Mit starken 120 FPS lassen sich außerdem beeindruckende Slow-Motion-Sequenzen erstellen, außerdem wirbt der Hersteller gezielt mit einem Mikromodus. Dabei können auch nur 1 cm entfernte Objekte immer noch detailreich aufgenommen werden. Das Alleinstellungsmerkmal dieser Outdoor-Kamera ist ein ausgereiftes System von Sensoren, welche zu jedem Bild entsprechende GPS-, Temperatur- und Höhenangaben erfassen. Die Olympus TAF TG6 ist Wi-Fi-fähig und kann die gesammelten Daten zusammen mit den Aufnahmen an das gekoppelte Smartphone oder ein anderes Device streamen. Bis zu 45 Metern. Fazit: handliche Outdoor- und Unterwasserkamera, vor allem für moderne Fotografie. Die Olympus TAF TG6 ist eine sehr vielseitige und widerstandsfähige Kamera für professionelle und semiprofessionelle Nutzer, die eine Fotokamera mit Videofunktion für diverse Außeneinsätze, auch unter Wasser, benötigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.